Jeder von euch hat bestimmt schon mal einen Grand Prix in Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Und in diesen Grand Prix gibt es bestimmte Ladesequenzen. Und da kommen Silhouetten vor, bestimmte Silhouettenkombinationen. Und diese spielen wir heute in ein paar Online-Runden in Mario Kart 8 Deluxe Online. Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid. Die erste Kombination lautet für heute Standard-Kart, Standard-Reifen und Standard-Gleiter. Damit werden wir heute in ein Online-Rennen reingehen. Und wir bewerten heute alle 15 Silhouettenkombinationen in Mario Kart 8 Deluxe. Folgende Stats haben wir hier am Start. Alles eigentlich ziemlich ausgeglichen, alles etwas mehr über der Hälfte. Tempo ein bisschen höher und damit starten wir das erste Rennen rein. Ich hätte jetzt hier natürlich auch noch die ganzen detaillierten Stats auf der Mario Kart Deluxe Bilderseite einblenden können. Aber ich denke, das würde den Rahmen des Videos so ein bisschen sprengen. Mein Fokus in diesem Video ist es für euch so ein bisschen zu beschreiben, wie es sich anfühlt, mit den ganzen Kombinationen von den Silhouetten zu fahren. Ob sie gut aussehen. Und auf weitere Aspekte werde ich eingehen. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Es wird ein sehr, sehr nice Video. Ich habe dieses Video, habe ich mich inspirieren lassen vom guten Roman Around. Der ist gefühlt der einzige YouTuber, der auf die Idee gekommen ist, so ein Video zu machen. Ich wäre selber, bin ich euch ehrlich, auch nie auf die Idee gekommen, so ein Video zu machen. Das ist echt krass. Das ist bei dem richtig krass abgegangen im amerikanischen Raum. Und ich dachte, ich muss es jetzt unbedingt jetzt mal im deutschen Raum auch mal machen. Ja, wir haben jetzt hier Rosaliens Eispalast, haben die komplette Standardkombination. Die sieht natürlich auch sehr, sehr nice aus, ne? Wir haben sie schon tausendmal gesehen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, die beste Kombo im Spiel ist ja Yoshi, die kleinen Reifen, Wölkchen-Kart und der Teddy Buggy. Und im Vergleich dazu, ich spiele die Kombination ja schon sehr, sehr häufig, im Vergleich dazu lost diese Kombination ja gnadenlos ab. Also sie lässt sich echt nicht so schön steuern. Handling ist nicht so angenehm. Tempo ist meiner Meinung nach normal. Also alles kompletter Allrounder soll ja, diese Kombination sein. Und bisher lässt sie sich aber nicht so angenehm spielen, wenn ich euch ehrlich bin. Weiß nicht, ob das jetzt hier an der Strecke liegt oder an anderen Aspekten. Aber das ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt privat oder jetzt online im Stream zusammen mit euch spielen würde für eine Kombination. Das auf gar keinen Fall. Komm, wir überholen jetzt mehr Sandra hier. Sandra! Nicht mal Sandra können wir überholen. Vielleicht mit einem Windschatten? Okay, nur mit einem Windschatten hat das hier funktioniert. Abkürzung schnell nehmen. Oh, wir können jetzt gleich noch überholt werden. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, wir haben ihn sogar noch den dritten Platz rausgeholt. Ich rate aber diese Kombination. Ich habe mich jetzt nochmal spontan entschieden, die Kombination zu raten. Ich gebe der Kombination eine 5 von 10. Die zweite Silhouettenkombination ist Yoshi mit dem Standard-Bike. Muss jetzt hier auch mal ein bisschen suchen. Mit den Retro-Reifen, das könnte eigentlich ziemlich spannend werden mit den standardisierten Retro-Reifen. Sind die nicht hier Retro- und Standard-Gleiter? Man sieht auf den Silhouetten-Kombos eigentlich nie den Gleiter. Deswegen nehmen wir überall Standard. In der Zwischenzeit sind zwei neue Deutsche reingekommen. Das freut mich natürlich sehr. Und wir sind auf Bowser's Castle, auf der Bowser's Castle-Strecke von MK8. Und ja, ich bin echt gespannt, wie sich jetzt die Kombo fahren lässt. Man kann allein auch schon sagen, die sieht sehr nice aus. Hier Yoshi mit dem Standard-Bike. Ist auf jeden Fall so ein geheimer Favorite Standard-Bike, weil so schlechte Werte hat er nicht, wenn man das mal mit anderen Characters und anderen Reifen, Gleitern kombiniert. So schlecht ist es eigentlich nicht. Ist ein außendriftendes Bike, was mich natürlich sehr freut. Ich mag auch innendriftende Bikes jetzt nicht so. Oh, lieber nehmen wir mal diesen Weg. Es fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an als die Kombination, die wir davor hatten, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es ist ein deutlich größerer Genuss. Was natürlich jetzt nicht ein großer Genuss ist, dass wir jetzt hier von der Grünen getroffen worden, von Ace Kills. Sag mal, hackt's hier oder was? Trotzdem, läppsch. Also, es ist eigentlich echt läppsch, Alter. Die sieht ziemlich süß aus. Oh, wir haben die 8. Oh mein Gott. Wir haben einfach die 8. Komm, wir versuchen die mal bedacht einzusetzen. Schaffen wir es? Okay, Blooper. Alles schön. Ein Blooper. Hab jetzt einfach mal ein Wort davon. Okay, die Grüne. Hab ich mich jetzt selbst gebrochen. Nein! Habe ich mich jetzt selbst... Nein, ich will meinen Stern... Ich will meinen eigenen Stern haben. Ja, und ich habe vorhin vergessen, euch die Stats zu zeigen von der Kombination. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass sie ungefähr so war wie bei der Mario-Combination. Halt nur ein paar Aspekten. Ich hoffe, wir haben hier mehr Beschleunigung. Vermute ich jetzt aber nur... ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Ein paar Aspekten hat sie etwas bessere und ein paar Aspekten etwas schlechtere Werte. Lässt sich aber ähnlich steuern. Aber wie auch schon vorhin gesagt, also ähnlich steuern wir die vorherige Kombination. Aber ich finde es all in all besser. Was mir auf jeden Fall auffällt bei den Silhouettenkombinationen, was ich jetzt schon mal so... Oh mein Gott, was war das für ein geiler Snipe für Minia? Was mir hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass ja die Kombination halt ja so aussehen, dass sie irgendwie auf dem Charakter... Oh mein Gott, ich werde jetzt hier gepuncht. Dass sie auf dem Charakter abgestimmt sind. Ne? Hier eine schöne... Natürlich wäre hier jetzt das Yoshi-Bike irgendwie prädestinierter, sage ich einfach mal.
Aber so vom Aussehen her ist es schon sehr gut an die Charakter angepasst. Und eigentlich jede Silhouettenkombination, meiner Meinung nach, wie ich es bisher gesehen habe, hat sehr ausgeglichene Stats. Es gibt ein paar Ausnahmen, zu denen wir noch kommen werden. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Oh mein Gott, wir sind wieder Dritter geworden. Ich gebe jetzt einfach mal der Kombination, die würde ich so privat auch nie in meinem Leben fahren. Ich gebe dir trotzdem einfach mal eine 6 von 10. Die dritte Kombination lautet Toads. Wir haben das Pünktchen-Card. Ich habe mir einfach hier eine Word-Datei gemacht, Digi. Standardreifen, so wie ich es richtig sehe. Und der Standardgleiter. Mal schauen, was das kann. Und bevor ihr alle meckert, hier nochmal die Stats, die wir sehen können. SNES Bowser's Festung 3 haben wir hier am Start. Und ich merke gerade, ich verdecke ja komplett die Münzen und die Runden. Das will ich jetzt hier nach der Runde nochmal ändern für euch. I'm sorry, da habe ich eben nicht drauf geachtet. Und ich habe sehr Bock auf die Kombination, wenn ich euch ehrlich bin. Als Pünktchen-Card ist auch einer der Favorites hier im Spiel von der Meta her. Oh mein Gott, wir wären fast runtergefallen. Sind wir aber nicht. Obwohl wir so ein Leichtgewicht sind. Das Pünktchen-Card ist einer der Metas hier im Spiel. Es streiten sich sogar einige darüber, ob das vielleicht sogar besser ist als der Teddy Buggy. Deswegen, nein, den Jump haben wir wieder nicht geschafft. Deswegen bin ich froh, damit zu fahren. Das einzige Schlechte hier dran, boah, die Banane, Alter. Ich hätte Vollauge gemacht. Das einzige Schlechte hier dran ist natürlich jetzt die Standardreifen. Auf die habe ich jetzt tatsächlich nicht so Bock drauf. Ja, trotzdem scheinen wir hier irgendwie abzulosen. Das könnte vielleicht natürlich an dem geringeren Tempo liegen, das wir haben. Aber, wie schon so viele Mario Kart Videos und Streams gemerkt, es kommt nicht auf das Tempo in Mario Kart an. Es kommt wirklich auf alle Stats an und besonders auf den Mini-Turbo, meiner Meinung nach, besonders auf den Mini-Turbo, den wir hier in einer großen Anzahl vorhanden haben. Das war schlecht formuliert. Auf jeden Fall hält er hier, wie wir sehen, lange an. Auch gut den Pünktchen-Card zu verschulden. Oh mein Gott, der Kugelwilli, hab ich hier gerade voll gerannt, wir waren gerade komplett nebeneinander. Aber overall, ich kann euch jetzt schon mal sagen, diese Kombination... Nein! Egal, ich bin einfach 12 da. Diese Kombination ist auch besser als die davor. Handling ist allein auch schon viel besser. Man kann viel besser in so Richtungen eindriften. Vom Overall-Ding, Bini-Turbo, Baba. Trotzdem sind wir auf dem 11. Platz. Dem gebe ich tatsächlich eine 7 von 10. Es steigert sich immer mehr. Und hier sind wir mit der vierten Kombination am Start. Wir haben Daisy, Rennbike, Retro-Reifen, Standardgleiter. Folgende Stats, Tempo ist ziemlich gut. Beschleunigung, Haftung nicht so super. Mal schauen, wie es sich schlägt. Wir haben hier den Vancouver Wildfahrt, einen Strecke, auf die ich ehrlich gesagt nicht so Bock habe. Vor allem im Scharfdriften-Bike. Ich hatte jetzt hier gerade ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ich muss noch die Facecam umplatzieren. Hashtag professionell und so. Sieht eigentlich optisch echt sehr, sehr nice aus. Und passt zu Daisy. Passt zu ihrem Charakter. Kann man das so sagen? Hat Daisy so einen Charakter, wo man sagen kann, okay, du bist ein Rennbike wert. Ich glaube, wir können es so stehen lassen. Und es fährt sich gut. Es fährt sich angenehm. Und dieses Innendriftende ist halt ein bisschen... Bin ich kein Fan von. Bin ich echt kein Fan von. So. Machen wir einen blauen Panzer hier. Handling ist gut tatsächlich. Auch ein bisschen Retro-Reifen zu verschulden. Wenn man sich jetzt hier vorstellt, wenn wir hier zum Beispiel die Slick-Reifen hätten. Klar, wir hätten ein höheres Tempo. Aber Handling würde darunter leiden. Und ich finde auch mittlerweile Handling ist auch so mit einer der wichtigsten Sachen in Mario Kart. Handling und Mini-Turbo, meine lieben Freunde. Da haben wir schon genug Experimente hier auf dem Kanal gemacht. Boah, hier bin ich aber fett eingedriftet hier. Und gegen die Wand geschossen. Aber wir müssen mal hier eine bessere Platzierung reinholen. Was geht denn hier los? Was geht denn hier ab? Oh nein! Ich wurde gebuhut. Nein, ich wurde gebuhut, Leute. Nein. Nein, 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 nein. Aber, wenn wir hier eine Revenge starten wollen, hängt sich die Kombo eigentlich ziemlich gut. Oder was sagt ihr? Ich wäre noch froh, wenn wir Anna überholen. Oh nein, ich hoffe, wir schaffen es nicht mehr. Ist da das Ziel schon? Hier ist schon das Ziel. Ich würde die Kombo tatsächlich gleichsetzen mit, nicht mit der Yoshi-Kombo, sondern wie mit der Kombo davor. Mit Tod. Ich gebe hier eine 7 von 10. Boah, musste ich gerade lange suchen, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall haben wir hier DK. Das ist unsere fünfte Kombination mit dem, ich weiß nicht, wie dieses Card heißt, mit den Rallye-Reifen und das. Wir haben ein sehr hohes Tempo, hohes Gewicht, Besteuerung, Handling, Haftung, alles andere leitet darunter. Mal schauen, wie es sich schlägt. Und wir sind auf der Strecke Waluigi Pinball, meine lieben Freunde. Das ist ja echt krass. Hier ist noch einer dazu gejoint. Hier ist Kihu. Ich glaube, die ist von meiner Freundesliste. Grüße gehen raus an dich, weil du das bist, wer ich denke. Ich kenne dich eigentlich nicht, aber ich glaube, du bist in meiner Freundesliste, deswegen gehen einfach mal Grüße raus. Einfach mal so. Vielleicht sehen wir dich hier gleich noch hier im Rennen. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie dieses Kart heißt und die Kombo sieht sehr weird aus. Auch diese Rallye-Reifen, ne? Die muss ich gerade auf Ewigkeiten suchen. Kein Mensch nimmt freiwillig einfach so Rallye-Reifen. Da ist Gigo da vorne. Aber unerwarteterweise lässt es sich gerade hier ziemlich gut steuern, meine lieben Freunde. Tempo haben wir auch ein sehr hohes. Und klar, vom Aussehen her ist natürlich, irgendwie Ranz. Also irgendwie passen schon die Reifen zum Kart, kann man nicht abstreiten, irgendwie schon, aber trotzdem ist es irgendwie Ranz. Wisst ihr, was ich meine?
irgendwie Ranz. Genau. Ich komme wirklich sehr, sehr gut um die Kurven hier, Leute. Krieg immer lila Drift. Also wirklich sehr unerwarteterweise. Das Motorgeräusch gefällt mir. Oh mein Gott, wo kam diese Bombe her? Das Motorgeräusch gefällt mir hier nicht so. Aber an sich echt unerwartet gut, ja? Unerwartet gut. Mal schauen, welche Platzierung wir hier noch rausholen können. Mit einem Stern hier schön durch die Mitte. Pilz. 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 Okay, viel mehr konnten wir nicht machen. Platz 7. Oh mein Gott, ich glaube, Keyword ist doch irgendwie überholt. Stimmt das? Wir sind Platz 8 sogar jetzt hier noch. Ja, GG auf jeden Fall. Ich gebe dem unerwarteterweise tatsächlich auch eine 7 von 10. Kombination 6, Luigi, Turbo Flitzer, Retro Reifen, Standardgleiter, das sind die Stats. Mal schauen, wie es sich schlägt. Und wir sind auf der Strecke Blätter weiter im Start, meine lieben Freunde. Eine sehr, sehr brutale, nice Strecke, muss man echt mal so sagen. Und was ich auch jetzt schon mal direkt sagen kann, schaut euch mal die Kombination an. Die sieht doch babamäßig aus, oder? Ich finde, die sieht echt sehr, sehr schön aus. Hier mit dem Turboflitzer Retro-Reifen harmoniert alles sehr, sehr gut. Dieser grüne Panzer hätte natürlich nicht sein sollen. Danke für nix. Jetzt sind wir natürlich noch weiter hinten. Und ich freue mich auf die Kombo, weil ich vermute, hier haben wir auch ein sehr schönes Handling. Wir haben auch ein sehr schönes Handling. Mini-Turbo ist tatsächlich auch gut, wie ich gerade gemerkt habe. Und ihr kennt doch bestimmt den Luigi Deathstare noch von früher. Wer kennt noch den Luigi Deathstare? Ab in die Kommentare, Leute. Ab in die Kommentare damit. Und ich glaube, bei dem Luigi Devs, der hatte er genau diese Kombination. Ich will nicht mit dem Grünen abgeballert werden. Oh mein Gott. Boah, das war ziemlich knapp. Da hatte der genau diese Kombination am Start. Und das freut mich, diese Kombination zu fahren. Das ist mir eine Ehre, diese Kombination hier zu ballern. Und schaffe ich es mal, den roten Yoshi zu treffen? Ja, ich habe es geschafft. Wir sind in der letzten Runde, meine lieben Freunde. Wir sind in der letzten Runde angelangt. Ja, und ich finde optisch einfach so mit einer der besten Kombinationen, die wir bisher hatten. Also wirklich, es steht Luigi richtig, dieses Turboflitzer-Kart mit dem Retro-Reifen. Sieht sehr, sehr nice aus, da kann man nichts gegen sagen. Und hier, und ab und zu macht er seinen Deathstare hier, seinen Todesblick. Ich hoffe, ihr kennt den noch, Leute. Ich glaube, das wird hier leider auch keine gute Platzierung, weil hier sind so viele Sweater am Start. Schaffen wir es hier noch durch? Oh mein Gott! Schaffen wir noch Top 3? Leute, schaffen wir noch Top 3? Schaffen wir noch Top 3? Anna? Oh mein Gott, ich habe noch Windschatten bekommen. Und Item habe ich auch noch am Start. Okay, das wäre fast Top 3 gewesen. Wir sind auf Platz 4. Ich gebe der Combo, die kriegt eine 7,5. Okay, komm, 7,5. Kombination Nummer 7, meine lieben Freunde. Inkling Girl. Mir fehlen gerade die Worte. Ich habe hier gerade die Werte von gesehen. Retro-Reifen-Standardgleiter. Und ich glaube, der Splat Quad oder so hieß ja mal schon, wie es sich schlägt. Und wir sind auf Daisys Dampfer, meine lieben Freunde. Ja, eine ziemlich nice Strecke. Und die Kombination habe ich auch schon von ein paar NPCs gesehen. Generell fällt mir gerade auf, die Kombinationen, die da in dem, die Silhouetten, die in dem Ladescreen sind, so fahren auch manchmal die NPCs im Grand Prix oder sonst irgendwo, also wenn man offline spielt. Ich hoffe, so ist es nämlich, weil ich habe das schon öfter so mal bemerkt gehabt, als ich mal Grand Prix oder sowas gespielt hatte. Also sind wir quasi jetzt ein NPC, aber irgendwie doch nicht. Natürlich sind wir kein NPC, wir sind hier die Absoluten. Die hier natürlich alles zerbersten werden. Yeah. Ich bin euch ehrlich, optisch ist es so ein bisschen Dulli-mäßig. Also keine Ahnung, so einfach so ein Tintenfisch, also Inkling Girl. Auf so ein Squad sieht irgendwie schon, weiß ich nicht, sieht irgendwie nicht so rennwürdig aus. So, als ob du gerade ein Rennen antreten würdest. Es ist eher gerade wie so für eine entspannte Tour. Als ob Inkling Girl gerade auf einer entspannten Tour ist, aber nicht für so ein Rennen wie hier in Mario Kart. Also optisch kriegt sie auf jeden Fall Abzüge und wie lässt es sich fahren? Halt irgendwie so meh. Wie soll ich sagen? Also, es ist okay, aber das ist jetzt tatsächlich nichts, was mich jetzt so vom Hocker reißt. Es wirkt jetzt, glaube ich, auf so einem Level, als wir die Yoshi-Kombination auf dem Standardbike mit einem Retro-Reifen hatten. Da, auf diesem Level ist es für mich tatsächlich. Und die Kombination ist nicht gut. Ich glaube, damit kann man nicht viel reißen, auch wenn man sich wirklich Mühe gibt. Aber irgendwie, da fehlt das gewisse etwas. Oh ja, zwei Kugelwheelies nebeneinander. Wer schafft's weiter? Natürlich der andere Bruder. Und ich krieg einfach eine Blue Shell. Oh mein Gott! Es ist trotzdem Platz 9. Das kriegt von mir eine 6 von 10. Die nächste Kombination, Melinda, Blattreifen, ja, Gewicht niedrig, Tempo niedrig, habe ich jetzt schnell sehen können. Ich vermute, es sind hier die Blattreifen. Man kann sich darüber streiten, ob es Standardreifen sind, aber für mich sind es Blattreifen. Mal schauen, wie es sich schlägt. Und welche Strecke ist bitte unpassender zu Melinda als New City? Einfach F-Zero kombiniert mit Animal Crossing. Das passt ja mal gar nicht, weil die Kombo, die ich gerade habe, das ist auch so eine gemütliche Runde durch ein Animal Crossing, durch die Animal Crossing Strecke, aber jetzt nicht so eine New City Action, Alter. Was man auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, ich finde die Kombination optisch sehr, sehr schön. Melinda natürlich als Animal Crossing Charakter süß, am Starten, Standardkarten, Blattreifen, passend zu Animal Crossing. Was will man mehr als Animal Crossing Fan?
wird man sich hier super fühlen. Handling ist super, ich komme sehr gut um die Kurven. Ich kriege auch sehr schnell wieder Boost. Beschleunigung ist auch sehr angenehm. Das Einzige, was halt hier echt Arsch ist, ist tatsächlich Tempo. Aber wir wissen, aufs Tempo kommt es nicht an. Ich muss jetzt mal schauen, wie sich der Mini-Turbo hier auf die Strecke schlägt. Oh mein Gott, dadurch, dass wir nicht so einen hohen Speed haben, habe ich gerade diese schöne Abkürzung noch hinbekommen können, das aber wiederum jetzt nicht mehr. Und ja, wir sind ja ein kleiner Charakter, dadurch ist unser Mini-Turbo, wenn wir jetzt hier mal achten, auch ganz okay. Der ist ziemlich gut. Muss er auch sein, da wir auch gar kein hohes Tempo haben. Denn das haben wir natürlich auch gelernt. Wenn wir kein hohes Tempo haben, muss es ja irgendwie ausgeglichen werden. Und hier jetzt entsprechend auch unter anderem durch den Mini-Turbo. Oh mein Gott, können wir hier noch was reißen? Ich nehme direkt mal die Abkürzung hier. Und noch ein Item. Ah ne, hier ist kein Item mehr. Und wir nehmen direkt Kugel Willi. Mal schauen, wie weit er uns bringt. Kihu überholt. Aha, Platz 6. Ja, schön. Aber ich kann euch ehrlich sagen, man hat schon diesen geringeres Tempo gemerkt. Und das hat alles irgendwie kaputt gemacht. Also irgendwie lässt sich schön steuern. Aber nicht gut, 6 von 10. Link, Eponator, Triforce-Reifen, Standard-Gleiter, sehr hohes Tempo, Beschleunigung, Handling. Für den Orsch, mal schauen, wie es wird. Und wir sind auf dem zuckersüßen Canyon, meine lieben Freunde. Auch unpassender könnte es nicht sein, tatsächlich. Und holy shit. Den Eponator bin ich auch schon so lange nicht mehr gefahren. Wird bestimmt auch einen Grund haben. Werden wir jetzt einmal nach den drei Runden hier feststellen, ob das einen Grund hatte. Ja, ich habe jetzt einfach mal den Link mit einem anderen, etwas anderen Style genommen, mit den, ja, hier braunen Haaren, weil sonst hat er ja hier diese goldenen Haaren, sage ich mal. Da gab es zwei Styles, ich habe jetzt einfach mal den genommen. Wird jetzt auch nicht viel mehr Unterschied machen und wir sind erstmal runtergefallen. Schön die Abkürzung nehmen, mashallah. Und wir haben hier natürlich ein scharf driftendes Bike, meine Freunde. Optisch kann ich aber jetzt auch schon mal sagen, es passt perfekt zu Link. Also Nintendo hat eine schöne NPC-Kombination zusammengestellt. Sehr, sehr passend zu Link. Was anderes hätte mich auf jeden Fall schockiert, wenn jetzt Link zum Beispiel, weiß was ich, in den Yoshi-Kart gefahren wäre oder so. Was mich auch immer verwundert ist, warum Yoshi nicht von Anfang an in den Yoshi-Kart war. Aber ist egal. Es wäre irgendwie dasselbe, wie wenn man auf sich selber reiten würde. Okay, komm, lassen wir das. Wir sind hier jedenfalls ziemlich schnell unterwegs. Was man aber auch merkt, wie ich es anfangs gesagt habe, also Mini-Turbo ist Orsch. Beschleunigung ist schlecht, Handling ist auch nicht so gut, gerade durch dieses scharf Driften, ne? Wir kommen jetzt hier easy an Wände und so weiter und so fort. Okay, nochmal schnell die Abkürzung nehmen. Nein, genau, da kam natürlich ein Blitz. Genau, und jetzt wird ich wahrscheinlich auch nur überholt, oder? Nee, Anna hat es nicht mehr geschafft. Ja, optisch super, aber an sich alles andere schlecht, würde ich nicht fahren. Nur wegen der Optik vielleicht. Deswegen 5 von 10. Kombination Nummer 10, meine lieben Freunde. Vario U-Kart oder U-Boot-Kart, wie auch immer. Metallreifen, Standardgleiter. Guckt euch mal dieses Tempo an und dieses Gewicht. Das ist unfassbar, aber alles passt zu Vario. Beschleunigung, Handling, Haftung brauchen wir gar nicht erst von reden. Mal schauen, ob wir damit eine gute Platzierung erreichen können. Och, Vario. Und wir sind auf der Wolkenpiste, meine lieben Friends. Boah, wir sehen so massive aus. Schaut euch das mal an. Aber sieht irgendwie nice aus, Alter. Also, boah, nicht mal hier drauf haben. Da haben wir es kaum drauf geschafft. Komm mal, ich fahre jetzt schon ins Aus. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Oh, was soll ich denn dazu noch sagen? Platz 12 sind wir auch mal hier auf ganz schnell. Boah, ich komme ja kaum um die Kurven. Schlepp so ein Gewicht mit mir. Es ist echt unfassbar. Vario, nimm doch mal ein bisschen ab. Also optisch, mashallah. Also ich finde auch zu dem UK passen diese Metallreifen super. Hat für mich so auf jeden Fall den Vibe von, ja, unter Wasser und auch so Metall irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie passt das und Vario passt da irgendwie auch gut rein. Wobei, sein Arsch muss sich schon ziemlich gut reinquetschen da drin. Aber es steuert sich tatsächlich viel besser als erwartet. Komm, schaffen wir es hier? Ja, komm, durch den Stern haben wir es noch geschafft. Es steuert sich viel besser als erwartet. Ich glaube, das kommt durch die Metallreifen zustande. Hätten wir hier zum Beispiel Slickreifen gehabt, Katastrophe, hätten wir natürlich ein richtig hohes Tempo gehabt, aber wäre eine Katastrophe gewesen. Auf jeden Fall besser als erwartet. Handling, Steuerung. Und das einzig Positive. Boah, Junge, guck mal, ich krieg's nicht mal hier hin, ein Mini-Turbo zu machen. Habt ihr das gesehen? Hier merkt man diese geringe Beschleunigung, die natürlich auch sehr, sehr behindert und einen schlechte Plätze macht. Geben wir mal eine
5,5 von 10. Und schon sind wir bei Nummer 11. Wir haben hier Cooper auf dem Roller mit den Retro-Reifen, Standardgleiter, Tempo schlecht, Handling super, Haftung super, Beschleunigung super. Es, man merkt einfach diese Logik von Mario Kart, ne? Je schneller du bist, desto schlechter sind alle anderen Werte. Und je langsamer du bist vom Tempo her, desto besser sind alle anderen Werte. Mal schauen, wie es sich schlägt. Einerseits freue ich mich hier auf der Yoshis Piste, andererseits auch nicht. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch einen Yoshi auf dem Roller. Also Roller ist eigentlich echt nice. Retro-Reifen-Kombination ist gut, weil hätten wir jetzt hier zum Beispiel die kleinen Reifen, wären wir echt ziemlich langsam, wäre natürlich das Handling besser, wir hätten uns besser steuern können, aber hier ein bisschen fürs Tempo gesorgt durch die Retro-Reifen. Ich mag generell kleine Kombinationen, also jetzt hier mit Cooper habe ich auch nicht oft genommen, finde ich ja sehr, sehr nice, ich finde auch, das sieht optisch sehr süß aus. Hier passt perfekt zu Cooper, weil Cooper ist jetzt kein Typ, der in so einer Knochenmühle oder so sitzen könnte, wie so ein Knochenbowser oder ein Bowser. Und wir schießen einfach mit unserem eigenen Rücken. Okay. Ich finde die Steuerung dieser Kombination sehr, sehr angenehm. Auch das, der Mini-Turbo ist mashallah. Lässt sich sehen. Sehr, sehr schön. Nur sind wir halt irgendwie trotzdem weit hin. Wobei, Platz 6 ist gut. Wir sind so mittig unterwegs. Mal schauen, was hier... Oh, die Bombe! Die Bombe, die Bombe, die Bombe! Oh mein Gott, schön die Ab... Oh mein Gott, sind wir hier Killer oder was? Holy shit, mal schauen, welche Platzierungen wir hier noch haben werden. Let's go auf 1 oder was? Nein, blauer Panzer, lass mich doch in Ruhe. Aber zum Glück ist keiner hinter uns, okay. Oh mein Gott, schaffen wir es, den noch zu erwischen? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wer wurde erwischt, wer wurde erwischt? Oh nein, 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 nein. Ja, Platz 4 ist super. Ja, ich mag die Kombination, die ist süß, die ist süß. Man merkt aber, dass gewisse etwas fehlt bis zur perfekten Kombination. Es kriegt tatsächlich aber eine 7,5 von 10 von mir. Bisher die höchste Bewertung. Nächste Kombination, Nummer 12. Habt ihr es ganz schnell gesehen? Waluigi, Flamme bei Krelli Reifen, Standardgleiter, let's go. Waluigi, der Biker oder was? Schaut euch das an, meine lieben Freunde. Der schön hier auf seinem Bike am sitzt, auf seinem Flammenbike. Würde tatsächlich auch zu Wario passen, meiner Meinung nach. Also passt generell so zu Evil Characters, wenn ihr wisst, was ich meine. Schön, wie er hier auch sein Bein ausstreckt. Auch ein außendriffendes Bike bin ich ja sowieso immer Fan von. Ja, können wir. Nee. Hä? Hier kann man nicht abholzen. Pluspunkt, ihr kriegt auf jeden Fall dieses Motorgeräusch. Ich finde es sehr, sehr schön. Hört mal hin. Ich finde es sehr angenehm. Oh mein Gott, das war aber sehr, sehr schön abgekürzt hier, meine lieben Freunde. Wir können leider nicht so scharf driften, wie ich es gerne hätte. Liegt aber auch daran, dass wir einfach ein höheres Gewicht haben, meine lieben Friends. Was ich aber immer noch schön finde, ist, wie Waluigi mit seinem Bein sich abstürzt. Hier lila Mini-Turbo passend zum gesamten Konstrukt. Mini-Turbo ist nicht gut. Kann man direkt mal so sagen. Aber die Rallye-Reifen, die passen schon gut zum Flammenbike, oder was sagt ihr, meine Freunde? Nochmal 3 Bananen nach vorne. Schaffen wir damit irgendwas noch? Oh mein Gott, Rosalina. Nein, 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 warum kam jetzt der Blitz? Aber wir waren noch vor Rosalina. Oh mein Gott, krass. Also, nice Kombination. Also, so schlecht ist es nicht. Es riecht von mir eine 6,5 von 10. Kombination Nummer 13, meine lieben Freunde. Toadette, Kutschenkart, Holzreifen, Standardgleiter. Ist sehr spannend. Wir sind ein ziemliches Leichtgewicht mit einem guten Handling, aber einer schlechten Haftung. Also wir können ziemlich gut wegfliegen. Mal schauen, wie wir uns da schlagen. Yoshi's Islands, meine lieben Freunde. Eine Baba-Strecke, eine unheimlich schöne Strecke. Boah, wie wir eben auch schon weggebumst worden so. Wir sind gefühlt fast von der Strecke schon geflogen. Hier sieht man mal die geringe Haftung. Und ich musste leider die Lobby wechseln. Allein wie wir hier im Wasser zur Seite fallen, ist echt krass. Ja, ich musste leider die Lobby wechseln, meine lieben Freunde. Ich hatte vorhin nicht genug Zeit gehabt, mir die richtige Kombination auszusuchen. Ich habe noch so auf die Stelle versucht. Toadette, Kutschenkart. Und dann habe ich es bei den Reifen verkackt. Da habe ich nämlich aus Versehen die violetten Slick-Reifen genommen. Das wird natürlich so nicht sein, schaffen wir es irgendwie so rüber zu fliegen. Schön. Oh mein Gott. Aber darüber schaffen wir es nicht, ne? Wie geil wäre das? Lucky Two, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch hier einfach nur abkürzen. Ja, auf jeden Fall einer der stylischsten Kombinationen. Holzreifen natürlich auch passend zu den, ich sag mal, die Pferde, die wir da vorne am Kart haben. Wirkt so ein bisschen mittelalterlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber sieht auch schön aus mit Toadette. Also kann man so nicht anders sagen. Wir sind auf Platz 12, wie kann das denn sein? Und es lässt sich echt sehr angenehm fahren. Das soll auch mal hier angemerkt werden. Lässt sich angenehm fahren. Ist außergewöhnlich. Ist ziemlich außergewöhnlich. Wow! Mini-Turbo, wow, hält ziemlich lange an, das ist gut, Mini-Turbo ist super, aber hier fehlt irgendwie das gewisse Tempo, hier fehlt definitiv das gewisse Tempo. Die Haftung ist egal, ist nicht schlimm, dass wir halt so gefühlt von der Strecke fahren und zur Seite umkippen, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist vielleicht sogar besser, wenn wir so ein Leichtgewicht sind. Und wir versuchen mal hier abzukürzen, ja schön, ich mag die Kombination bisher auch sehr. Ich glaube, der würde ich tatsächlich einer der besten Rankings geben. Welches sein wird, müssen wir natürlich jetzt hier noch bis zum Ende dranbleiben. Let's go, der Hase wurde aktiviert. Oh mein Gott, das wurde aktiviert. Leute, schafft. Ja, moin, aber... Ja, moin, Alter, was will denn alles noch passieren hintereinander?
Let's go, Platz 8, Platz 8. Schneller. Ja, ich wurde Mario Kartet, Leute. Ich wurde Mario Kartet. Werde ich Letzter? Bitte nicht Letzter. Ich wurde einfach Zehnter. Aber ich mag die Kombination. Die ist gut. Komm, 7,5 von 10. Noch nicht 8. Kombination Nummer 14, meine lieben Freunde. Peach, Cool, Cabrio, violettes Slickreifen. Ich habe jetzt einfach mal violett genommen, weil das besser aussieht. Schandelgleiter, Tempo haben wir sehr, sehr hoch. Und Beschleunigung, Handling, Haftung, alles andere echt mies. Mal schauen, wie wir uns schlagen. Gebt euch bitte mal die Optik, die wir hier vertreten. Meine Güte, was ist das denn? Was, das sieht echt ranzig aus. Sowas hat doch Peach nicht verdient. So, wir sind, haben nämlich diesen ganz komischen Cool Cabrio und diese Slickreifen, die auch richtig platt aussehen irgendwie. Weiß ich ja nicht. Rein vom Gefühl her denke ich, dass ich damit am schlechtesten klarkommen würde. Habe ich irgendwie das Gefühl, weil Slickreifen sind natürlich auch sehr, sehr hemmend, was jetzt so das Handling und die Steuerung angeht. Dafür halt sehr pushend in der Beschleunigung. Aber unerwarteterweise, es lässt sich schon, es lässt sich schon lenken. Wir haben halt natürlich auch eine hohe Haftung durch die Slickreifen. Aber Beschleunigung schlecht. Ja, also keine Ahnung, wenn wir uns einmal treffen gelassen haben, sind wir quasi georscht, können nicht mehr viel machen. Aber abgesehen davon, ist es gerade eine kleine Überraschung. So Leute, schön auf dem Grün hier fahren. Wir müssen ein bisschen abkürzen, sonst müssen wir wieder rauf leider. Wobei, hätten wir da noch abkürzen können? Ich weiß nicht. Weiß ich, also die Optik ist ja grauenvoll. Also was soll ich dazu noch sagen? Es ist unfassbar grauenvoll. Ich habe versucht, noch irgendwie zu retten mit den violetten Reifen. Aber viel gebracht hat es jetzt nicht, meiner Meinung nach. Und wir werden auch sehr wahrscheinlich eine schlechte Platzierung haben. Weil guck mal, wir wurden hier einmal getroffen. Und schon dauert es Ewigkeiten, bis ich irgendwie wieder in Potte komme. Oder wie auch immer man das sagt. Ach, das war schon, was? Das war schon das letzte Rennen? Das kriegt eine, ja, eine 4 von 10 von mir. Das schlechteste bisher. Und wir sind bei Kombination Nummer 15, meine lieben Freunde. Bowser, Standard, Quartz, riesige Reifen, riesiges Tempo, Gewicht, riesig, alles andere schlecht. Haftung ist normal. Mal schauen. Und zum Abschluss sind wir nochmal im Mario Kart Stadion, meine lieben Friends. Mit dieser schönen Optik. Ich finde da so die Kombination, die ist einfach gemacht für Bowser. Was soll man dazu noch sagen? Dieses Quartz auch perfekt für so ein Schwergewicht. Und ich habe jetzt einfach mal die orangen Riesenreifen genommen, weil ich finde, das passt farblich gut zum Quad. Dieses orangene sieht sehr, sehr nice aus. Und wir haben hier ein brutales Tempo und auch ein brutales Gewicht, das wir an den Start legen. Boah, wir können gefühlt alle wegkicken hier. Oh mein Gott. Handling nicht gut, nicht gut. Also eigentlich so grundlegend, meiner Meinung nach, vom ersten Eindruck keine gute Kombination. Die sollte man nicht nehmen. Außer wenn man ein bisschen flexen will mit seinem Gewicht, mit seinem brutalen großen Aussehen. Aber das lässt die Mario Kart Deluxe Community natürlich nicht einschüchtern. Ja, hier, ich fahre ständig auf Wiesen. Abkürzung ist sehr schwer zu nehmen. Echt nicht gut, Mann. Es ist tatsächlich auch echt schwierig, den lilanen Mini-Turbo hier zu kriegen. Vor allem lohnt es sich auch gar nicht mal so richtig, weil der hält echt nicht lange an, weil wir ein ziemlich hohes Gewicht hier mit uns rumschleppen. Und wir werden safe eine schlechte Platzierung haben. Krieg ich noch einen Pilz hier? Ja, mit einem? Ja, komm. Ja, also, ey, Baby Mario einfach vor mir. Platz 10. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und mehr davon zu sehen. Danke an die Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen.